Unsere Region ist jetzt um eine seltene Baumart reicher. In Alzenau-Michelbach ist der Startschuss für die Aktion Baum für Frankens Weinberge 2011 gefallen, mit der Pflanzung einer Zibate. Dafür haben die Europaabgeordnete Dr. Anja Weisgerber und die fränkische Weinkönigin Sabine Ziegler selbst zum Spaten gegriffen. Ziel der Aktion ist es, die Landschaft in den Weinbergen Frankens noch abwechslungsreicher zu gestalten. Die Region ist wunderschön. Der Ausblick hier oben hat mich sehr beeindruckt. Die Weinberge, dann auch die Bäume, die schon hier sind. Es ist natürlich ein wunderschönes Bild. Und ich glaube, durch diese Zibarte, das ist ja eine alte Wildpflaumenart, wird das nochmal bereichert. Und deswegen ist die Aktion hervorragend, um eben auch den Naturschutz und den Erhalt der Pflanzenarten wirklich noch weiter voranzubringen. Im Rahmen dieser Aktion wurden bislang mehr als 1000 Bäume gepflanzt, welche die Weinbergskulturlandschaft prägen. Die Zibate ist eine alte Wildpflaumenart, deren Früchte werden vor allem als Obstbrandspezialität geschätzt. Jetzt werden die Zibatenbäume also auch hoch oben über Michelbach wachsen. Wir wissen nicht, ob sie bei uns heimisch war vor vielen Jahrhunderten. Es liegt nahe, weil sie als Produkt für die Herstellung von Branntwein galt und wir eine alte Brennereigegend sind. Wir wissen aber, dass hier in den Weinbergen schon vor mehr als 300 Jahren Quetschen, also allgemeine Pflaumenbäume standen, sodass es also ein wunderschöner historischer Anklang ist, nun diese Zibarte in Tradition der früheren Quetschenbäume in unseren Winger zu haben. Je einen Zibatenbaum können die Weinbauvereine Frankens in diesem Jahr in ihre Weinberge pflanzen. Mitten in einer schön blühenden Landschaft schmecken die Frankenweine doch noch mal besser.